Hier skippen wir ein bisschen durch. Das große Thema Vorbildfunktion, sollte man reisen in diesen Zeiten und so weiter, will ich in diesem Video gar nicht diskutieren. Ich weiß, dass da die Meinungen sehr weit auseinandergehen. Ich sag so, wenn du da einen Dreh hast und einen Job hast und es ist dein Job, Auto-YouTuber zu sein und Deutschland ist gerade minus 20 Grad und du getestet bist und du anderen testen lässt und du das nicht als Urlaub, sondern für deinen Job, für deinen Beruf machst, ist das fein. So, den Part überspringen wir direkt. Wir gehen direkt dahin, wo es zur Klippe läuft. Imp Silent, Dankeschön. Der normale Wanderer folgt vielleicht diesem Track, aber, ja. Freunde, ich habe eine kleine geheime Information mir erhascht, nenne ich sie. Und zwar hier von Unge, dem Höhlentroll. Der wohnt nämlich da, der hat mal 3 Monate in so einer Höhle gewohnt, als es kritisch war mit den Tesla-Aktien. Rechts sind Stufen. Das könnte doch noch jeder sagen mit dem Job. Nee, jemand, der Versicherungen verkauft, muss gerade nicht in Urlaub fahren. Aber wenn er Outdoor-YouTuber ist und einen Dreh im Ausland hat, dann ist das für mich in Ordnung. Ich bin nächste Woche auch auf einem Red Bull-Dreh im Ausland wahrscheinlich. Das ist unser Job. Ich bin Athlet. Ich bin gepartnert mit denen. Ich muss teilweise reisen. Ich mache das nicht zum Spaß. Ich verdiene damit mein Geld. Fritz Meinecke auch. Der ist Outdoor-YouTuber. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein Unterschied, finde ich. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn Leute jetzt nach Dubai fliegen und sagen... Das sagen die Leute, die nach Dubai fliegen. Stufen drin. Seht ihr das? Hier, hier und hier. Mhm. Die sind künstlich in den Fels geschlagen und anscheinend kommt man hier irgendwie hoch auf vielleicht einen kleinen Gipfel. Und ihr kennt mich, das müssen wir natürlich ausprobieren. Okay. Wenn er sich da das Bein bricht, ist wieder vorbei. Der fällt da runter, der bricht das Bein, der ist tot. Freunde, jetzt geht's doch los hier mit dem Abenteuer. Natürlich sollte man da auf jeden Fall schwindelfrei für sein und wissen, was man hier macht. Ein gewisses Restrisiko bleibt hier immer. Also passt gut auf und überlegt euch, wo eure Grenzen sind. Auch noch mit Selfie-Stick, Digga. Der ist so wahnsinnig, der Typ. Der hat so einen in der Meise. Erstmal schön Gin Tonic reinsaufen, damit es noch anstrengender wird. André, nee, hab ich noch nicht. Dankeschön, Bro. Freunde, das ist Freiheit. Das meinte damals Unge. Das hat Unge damals gedacht. Mit Hashtag Freiheit. Das meinte Unge damals mit Hashtag Freiheit. Das hat Unge damals gemeint. Ist aber sowas von Feierabend. Der hat so einen an der Meinung. Gigant, für den Witz kriegst du einen 2-Wochen-Bann. Dankeschön. Das ist Schiefer. So, hier gibt's nochmal einen kleinen Abzweig. Das sieht nach einem geeigneten Schlafplatz aus. Am besten spannst du deine Hängematte zwischen zwei Ästen. Zwischen zwei Ästen, die ungefähr so dünn sind wie mein Unterarm. Das machst du, Digga, das ist safe. Zu einem wahrscheinlich sehr, sehr... Und dann kifft er noch einen, sauf dir schön einen rein, Digga. Spannenden Aussichtspunkt, aber trotzdem ein falscher Tritt. Sehr verantwortungsvoll, danke Fritz. Mein Säbelt ab. Wie gesagt, für den geübten Bergsteiger... Ist das da Cannabis? Sicherlich eine Sache, die kann. Ist das da Weed? Wächst da einfach Cannabis? Ist der da hochgegangen zu seiner Plantage? Ist das da Cannabis? Nee, oder? Nee, ist nicht. Kein Problem ist, aber ich will es an der Stelle einfach nicht riskieren. Ich habe noch nie Cannabis in meinem Leben gesehen oder konsumiert. Ich distanziere mich. Boah, Digga, da kam gerade der Teufel in mir hoch. Der Scheitan in mir reingefahren. Bisschen Vernunft. Wichtig, das Brot muss daumendick sein und auch der Belag. Okay, danke. So hat Tanzverbot es damals gepriesen. Ich irre jetzt hier seit geraumer Zeit durch diesen verschlungenen kleinen Wald, könnte man es fast nennen. Es ist ein Wald, ja. Aber man wächst ja an seinen Herausforderungen, Freunde. Ich stehe jetzt genau auf dem Gipfel, den ich jetzt letztes von da unten gesehen habe. Mhm, okay. Aber wie es immer so schön ist, wartet hinter dem Gipfel noch ein Gipfel. Der nächste Gipfel. Okay. Hier war die Biegung. Ah, hier, Pico da Coroa. Klar, da kriegt auch Taddel immer sein Gras hin. Fritz Meinecke baut das oben am Berg an.
Und kurz danach bin ich hier irgendwie hoch. Ich vermute mal auf diesem Kamm hier. Vor mir liegt eventuell der Pico da Corona. Pico da Corona. Corona Pico. Eins ist schon mal Fakt. Der Weg, auf dem ich bin, ist hier drauf nicht verzeichnet. Ist es ein gutes Zeichen? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich kam jetzt hier gerade aus der Stelle raus. Mhm. Allerdings fühlt hier irgendwie auch ein Pfad lang. Jetzt habe ich mir einen Stock hingelegt, dass wenn ich auf dem Rückweg hier lang komme. Den Stock wirst du sicherlich sehen. Bei Stöcken am Boden wird der Stock dir auch. Ja. Nicht vergessen. Ich würde den niemals sehen, Digga. Ich würde einfach da oben sitzen, heulen und ungehol mich mit dem Helikopter ab, wirklich. Freunde, ich glaube, ich bin oben. Oder? Puh. Scheiße. Alter. Puh. Doch, das ist die Sorte AK-47. Die ist bekannt, dass sie nicht offensichtlich ist. Daher ist sie sehr beliebt in den Bergen und Wald. Klar, AK-47. Diese Marihuana-Sorte wächst da. Danke. Holy shit. Gigant, wächst du, baust du auch Marihuana an? Erzähl's mir. Fuck, wo bin ich? Oh nein. Hier. Oh nein, die Pilze wirken dir genommen. Ein Stein. Ja. TC204. Das ist eine Grundstücksmarkierung von Simon Unge. Geh sofort runter von dem Grundstück, da ist eine Selbstschussanlage. Alter, ich muss hier irgendwo eine Drohne hoch. Da stand mal THC, ja, ja, Unge. Jagen. The home point has been updated. Please check it on the map. So. Das ist actually smart. Haben wir in Schweden auch gemacht. Hier sind wir lang. Ach du Scheiße. Guck mal da. Da ist Orange im Orange. Was macht der? Fickt eine Schildkröte. Alright. Imagine, einfach Stock-Footage gekauft, gar nicht selbst gemacht. Fuck, ich bin in den Wolken. Ich sehe halt nichts. Ah, oh, da hängt komplett die Suppe. Ich bin hier irgendwo drin, Alter. Okay, hier geht links der Küstenpfad weiter. Und da will ich natürlich noch lang wandern, Freunde. Mhm. Also ich versuche die Drohne zu landen und vielleicht können wir unten an der Küste nochmal direkt fliegen. Ich sehe sie nicht. Gut, der hat die Drohne gelandet. Also macht der auch ein Nachtlager hier und sowas? Hier bin ich und jetzt würde ich sagen, fliegen wir mal los und gucken uns das ganze Spektakel hier an. Alles klar. Deutsche National Geographic, diese. Gleich ballert ein Adler dagegen. Oder portugiesische Militär mit Flugabwehrraketen. Weil da oben ist irgend so ein geheimes Labor. Von Unge und Portugal. Holy shit. Chris Meinecke, krasser Typ, habe ich auch großen Respekt. Guck mal, der hat sogar eine Killstreak, Digga, wie chillig. Das ist völlig krank. Der hat diese Inbound-Missile, die man schießen kann. Digga, mit Ziel-Tracking und sowas. Geil, Digga, Killstreak, nice. Ha, scheiße, Alter. Guck mal, wo ich da lang bin. Diesen Kamm, den ihr hier seht, den bin ich lang, Alter. Ey, so geil. Ich war ja auch schon da, Madeira. Fixi Hartmann, danke für dein Resub, ne? Cooler Name auch. Chillig. Und von da drüben bin ich gestartet. Was für Aufnahmen! Madeira ist wirklich krank schön, ehrlich. Da hänge ich mittendrin im Gestrüpp. Moin, hier bin ich! Geil, Alter! Jetzt mal ganz ehrlich, Chat, ist eine Sau. Es war eine sau weirde Frage. Glaubt ihr, wenn Fritz Meinecke, vielleicht kannst du mir das unter dem Video kurz beantworten, wenn der so alleine ist in der Natur, glaubt ihr, der jackt sich da auch mal ein auf so einen Baum? Einfach so mal, was denkt ihr, Chat? Ich mach kurz Chat an. Was sagt ihr? Ist eine echt seltsame Frage, oder? Aber man ist ja komplett alleine, warum eigentlich nicht? Okay, Chat sagt ja, wir haben abgestimmt, Fritz Meinecke, du weißt Bescheid. So, der Akku piept schon. Black Hawk down, Black Hawk down. Oh, komm. Freunde, es hat geklappt. Okay, jetzt müssen wir wieder heile runterkommen. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor uns.
spring doch einfach, bist du dumm? So, fast geschafft. Da unten müsste, glaube ich, wieder der Weg sein. Junge, so ein G, dieser Typ. Ich bin kranker Kerl. Auf dem normalen Weg. Holy shit. Was macht er jetzt? Vorbereitet für die Buschbox. Jetzt wird's interessant. Ich will dein Lager sehen. Jetzt wird's nämlich interessant. Ist schon schön trocken hier. Perfekt. Sehr gut. 15 Minuten später und es ist plötzlich... Das war mein Schulweg damals, Digga. Stockduster. Gigant, Alter. Der Respawn, der hat doch da Schlafsack gesetzt, oder? Jetzt schon ein bisschen, Feuerholz vorbereitet für die Buschbox. Okay. Und schaut mal, wer hier ist. Was ist Busch? Hotbox, meint der. Freunde. Der streamt das auch noch, der ist so ein Motherfucker. Twitch, Livestream, wieder am Start hier. Ich habe jetzt ein großes Survival-Messer mitgenommen, um natürlich auch ein bisschen zu betonen. Habe deswegen auf eine Axt verzichtet. Und damit werde ich jetzt ein bisschen das Ganze hier aufspalten einmal. Buschbox, was ist... Ach, das Ding. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Das finde ich immer so interessant. Das sind übrigens so Wattepads, die in Wachs getränkt sind. Mhm. Ja, nutze ich gerne als Zunder. Auch so, klar, Digga, hat der kein Feuerzeug und Grillanzünder dabei. Der macht das. Digga, der ist im Overdo-Stream. No joke, in Deutschland könntest du es niemals machen. Belehrt, Telekom. Oh, Digga, der kocht sich da auch noch. Einfach ein paar Tortellinis aufgekocht. Lecky. Bisschen durchgemanscht, das Nudelwasser ist noch mit drin. Da ist nichts abgegossen, bisschen Pesto reingerührt. Klar, warum nicht? Lass mir gut gehen und vor allem schmecken. Lecky. Revi, ich sag dir ehrlich, so gut wie du dich in Rust einstellst, sehe ich dich da auch sowas mal in IRL machen. Ich habe immer noch über Bock, sowas zu machen. No joke. Ich schwöre euch, ich würde locker 20 Minuten im Urwald überleben. Bis ich irgendwie auf einen Stein trete, allergische Reaktion habe und dann tot bin. Mhm. Perfekt. Madeira würde ich sowas wirklich mal machen, Leute. No joke. 20 Minuten schaffe ich. Komm nach Albanien, mach es. Digga, da, also Bro. Madeira ist die sicherste Insel dafür. Da gibt's nicht mal Schlangen oder Spinnen oder sowas. Schreib doch mal Fritz Meinecke an. Okay. Ich habe noch meinen Tarf aufgespannt. Unges House Raiden. Geht nicht. Unge hat privat an mir gekauft. Hier drüben habe ich mein Foodbag hingehangen. Mein Kotbeutel. Ja, einfach ein bisschen weiter weg vom Lager. Ich bin eingemummelt. Mir ist jetzt schon zu warm. Ich glaube, ich werde ihn nur als Decke nehmen. Wir haben aktuell, schätze ich, so um die 13 Grad. Aber hier ist gar kein Wind. Ja, hier drüben liegt mein Zeug. Mein Messer gleich daneben. Ja, man weiß ja nie. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Gunnar. Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Unterseite vom Tarp ist klitschnass wegen dem Tau. So, jetzt erstmal raus hier. Erstmal richtig. Auch so geil, da aufzustehen. War der gerade nackt? Ja, ne? Der hat bestimmt nackt geschlafen. Gut. Sonnenaufgang ist... Geil. Steht da oben einer? Guck mal, da steht einer, ein Sniper. Der hat den ganze Nacht beobachtet. Der hat Drücken gehabt. Der hat Drücken gehabt. Der hatte einen dabei. Rechts um die Ecke. Hier ist übrigens meine Konstruktion. Ne? Tarp ist sehr, sehr flach abgespannt gewesen. Nochmal bei Helligkeit. Ich hatte das Paracord teilweise hier unten um Steine rum gemacht. Auch hier. Stream-Sniper einfach. Oben auf dem Berg. Um den Felsen drumherum zum Abspannen. Das hat ganz gut funktioniert. Allerdings habe ich einen großen Fehler gemacht. Und ihr wisst es, Freunde, aus Fehlern lernt man. Ich habe das Ganze viel zu flach aufgebaut. Das Tarp ist von außen klitschnass. Das Tarp ist von innen klitschnass durch den Morgentau, die Luftfeuchtigkeit. Oh, hier oben sieht man es nochmal schön. Und die Innenseite ist ebenfalls klitschnass. Ah, oh, belehrt. Ich bin jetzt gerade beim Abbau und habe die Chance genutzt, um euch mal kurz mein Loadout in einem Schnelldurchlauf zu zeigen. Das sieht so entspannt aus, oder? Schlafsetup ist eine Isomatte in einem Biwaksack mit einem leichten Sommerdown-Schlafsack. Dazu hatte ich jetzt sogar noch einen Tarp mit dabei, weil ich ein bisschen basteln wollte. Hier das restliche Paracord, dann hier meine Buschbox mit Zunder und einem Feuerstahl. Diese Buschbox ist actually smart. Großes Messer statt einer Axt, Säge, Feldflasche, Wasserfilter, hier mein kleines Hygienekit. Kopflampe, Taschenlampe, hinten meine Karte zur Navigation. Kleines Erste-Hilfe-Set, Sonnencreme,
Und hier ein bisschen Kameratechnik, hier ist die Drohne drin, Akkubanks, Ladegeräte und so weiter. Ein bisschen Backup-Kleidung, weil ich es nicht ganz einschätzen konnte. Eine kleine Regenjacke, nochmal Socken und ein Funktionsshirt. Ja, ich wollte eigentlich ja noch Baked Beans mit Eiern machen, habe allerdings nicht mehr genug Wasser. Das heißt, ich werde mir einfach ein bisschen Nüsse und Früchte. Wenn du ein OG bist, einfach so essen. Ein paar Kekse reinziehen zum Frühstück. Und gestern gab es ja Tortellini mit Pesto. Warum schmeißt er den Müll nicht einfach in die Natur? Hä? Wie respektlos. Tarnspork und auch hier nochmal einen Feldbecher. Das Ganze ist dann in dem 38 Liter Rucksack hier drin. Das war jetzt das Lowload im Schnelldurchgang. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal den Link zu meiner Ausrüstungsliste. Sehr geil. Da gucke ich auch nochmal, dass alles up to date ist und ich alles reinpacke, was ihr hier gesehen habt, was im Speziellen das jetzt genau ist. Tarp habe ich jetzt außen dran gemacht. Ja, durch das Meshgewebe von der Hülle kann das Ganze ein bisschen entlüften, während ich laufe. Let's go! Auf die letzten Kilometer. Let's go. Es geht jetzt hier abwärts durch so ein Tal durch. Und ich hoffe, dass ich da auf jeden Fall meinen Wasservorrat wieder auffüllen kann. Denn ich habe, glaube ich, noch genau... Wäre Auswandern überhaupt keine Option für dich irgendwann? Eher so Travel, nicht komplett Auswandern. Keine Ahnung. Mann... Ich mag Madeira schon, aber ich will nicht dieses Stigma bedienen. Und ich habe hier meine Freunde und alles und... Ja, auf Madeira sind halt wirklich einfach nur Wichser. Auf Madeira sind nur Wichser. Da ist Orange Morange, Unge, Aiblali. Ich hasse die doch alle, Mann, das wisst ihr doch. Maxify Gigant, what the fuck? 50 Milliliter oder so. Reefed, what the fuck? Ja, Antonia. Ich bin echt immer wieder tempted. Scheiße, Tuttle und Adi wohnen jetzt auch da. Ich bin echt immer wieder tempted, das zu machen, wirklich. Wisst ihr, das Einzige, was mich zurückhält, dass ich nicht nach Madeira ziehe, ist A, dass ich nicht so wirken möchte wie alle anderen, die Steuern hinterziehen. Und B, dass Tobi Escation das nicht möchte. Immer Tobi, ne? Es ist wirklich die Schuld von Tobi Escation. Das ist das Ding. Und, dass ich da große Konkurrenz habe, da ist schon ein anderer Immobilienmogul, das will ich nicht. In Dubai musst du weniger... Ach, Digga, Dubai. Also ich glaube, meine nächste werde ich auf jeden Fall mit Hängematte machen. Weil Bäume findet man irgendwie immer mal wieder, auch an schrägen Hängen. Oder. Naja, ist ja ein Wald, dass da Bäume sind, ist ja klar. Oder sonst was. Aber eine gerade Fläche zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich hätte gerne in Köln ein Haus und in Madeira ein Haus, das wäre geil. Immer hin und her, bam, bam. Zivilisation, die ersten kleinen Blechhütten kommen wieder. Die gehören Unge, vorsichtig. Jedes Haus, was du in Madeira siehst, gehört Unge. Ah, chillig, Pisse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und natürlich schreibt in die Kommentare, was ihr Schönes noch von Madeira sehen wollt. In diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Was für ein Motherfucker, wirklich. Fritz Meinecke's Content immer wieder ein Blessing und enjoyable. Und ich find's geil, dass der gerade so geisteskrank geile Views zieht. Holy shit, Digga. Fucking hell, das ist sehr, 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 sehr geil, Digga. Das freut mich, Digga. Das freut mich wirklich.